Thomas Dommler, endlich geht's los. Ihr habt monatelang darauf trainiert, auf das erste Rennen. Jetzt ist es soweit. Wie sieht es in euch innen aus? Ist da gewisse Nervosität oder viel mehr Vorfreude vorhanden? Ja, es ist beides. Ein bisschen Nervosität und Vorfreude natürlich ist auch da. Und ja, jetzt haben wir gut trainiert und jetzt hoffentlich sind wir bereit für Sölden. Und hier im Sölden, eben auf dem Gletscher, auf dieser Gletscherpiste, ist immer relativ viel möglich. Sei es mit einer hohen Startnummer, kann man weit vorne fahren, man kann aber auch Pech haben. Mit was für Vorstellungen seid ihr daher gefahren? Mit Platzvorstellungen? Ja, ich bin jetzt ohne Vorstellungen hier angereist. Das ist, wie gesagt, ein Jahr ist es fast schon möglich, um mit Startnummer 35 sich zu qualifizieren. Und das andere Jahr ist mit Startnummer 70 noch leicht möglich, um in die Top 30 zu fahren. Und darum habe ich hier jetzt keine zu hohe Erwartungen. Ich gebe mir das Beste und schaue, was rauskommt. Wie hat es ausgesehen auf der Diavolezza? Der hat dort scheint sehr gute Verhältnisse angetroffen, für können zu trainieren. Mit was für Gefühl seid ihr jetzt dort abgereist? Daher? Ja, die Diavolezza haben wir sensationell trainieren können. Nochmal super auf freiste Piste. Und ja, ich denke, sind wir bereit für Sölden. Und wenn ihr jetzt an die USA denkt, was geht da in euch vor? Das ist immer ein bisschen etwas anderes. Der Rummel ist natürlich viel weniger gross als hier in Sölden. Beim Start könnt ihr euch dort viel, viel besser auf euren Job, auf euer Kerngeschäft, also auf das schnelle Skifahren konzentrieren als hier. Nein, nervös bin ich auch dann. Das ändert sich nicht. Klar, Amerika ist immer speziell, aber ich freue mich auch dort. Aber wo fahrt ihr lieber? Von der Pistenverhältnis, von der Schneebeschaffenheit her? Es ist ja nicht ganz das gleiche, der europäische Schnee, auch wenn es Kunstschnee ist, und der amerikanische Schnee. Ja, ich fahre Biberkrieg, den Schnee habe ich ganz gern, muss ich sagen. Mit hohen Nummern meistens ein angenehmer Schnee zum Fahren. Prima, dann wünschen wir euch aber zuerst mal für Sölden, bevor es auf Biberkrieg geht. Alles Gute, merci für das Gespräch. Merci, danke auch.